Einen wunderschönen Donnerstagmorgen wünsche ich euch. Ja, wir machen da weiter, wo wir am Dienstag aufgehört haben. Ob es jetzt ein Trecker-Aquarium oder ein LKW-Aquarium ist, das wissen wir nicht, weil wir gehen nicht gucken, aber die anderen beiden gucken. Und somit mal gucken, wie viel die BGR dann Dönny bringt und was die anderen so treiben. Wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Das war also jetzt auch BGR jetzt, ne? Moin Moin auch von mir. Ja, Moin Moin. Jo. Guten Morgen. Morgen. Jürgen, Tag schon? Jürgen, wo ist unser Ladewagen? Nee, den hast du doch noch nicht. In der Halle. Ab ca. 13 Uhr. Ja. In der Leimbinderhalle. Guten Morgen, wo radelt mit dir? Ach, hier vorne, oh. Was? Bin schon einmal vorbeigefahren. Wo radelt mit dir? Ich schätze jetzt Marcel. Ja, gut, Marcel. Ja, gut, Marcel. Ja, gut, ja, gut. Ja, gut. Hast du mal schnell ein bisschen Holländisch gelernt in den letzten Tagen? Ist ja so ähnlich wie Platt. Ja, komisch. Ich mal ein Jahr in der Schule Holländisch. Er brauchte eine Abwechslung nach der Trauerphase. Wir mussten auf die Schule A immer Deutsch und Englisch lernen und Französisch. Als Schalke, sorry, als Schalke könnt ihr ja froh sein, dass ihr jetzt gegen Bremen spielt, oder? Also mehr Aufbaugegner gibt's ja nicht. Bei ihnen entschieden. Das muss ein Sieg werden. Wenn Schalke verliert, dann sehe ich diese Saison schwarz. Sind die nicht königsblau? Wir sehen ja eh schwarz-gelb. Also von daher. Ja, ihr seht es irgendwie komplett komisch. Wir sehen das komisch, ja. Ich weiß auch nicht, wie man zu Schalke kommt. Es sei denn, man wohnt vielleicht da. Ich verstehe auch nicht, wie man zu Dortmund kommt. Durch die Mutter eines Spielers. Also ich zumindest. Durch Bekannte, die in der Jugend hier gespielt haben. Leise, oder ist immer bei mir jetzt irgendwie leiser geworden? Das ist jetzt besser? Ja, ein bisschen. Aber sanft. Das geht auch. Das ist zumindest wieder ein bisschen Geld dabei. Durch Bekannte, die hier in der Jugend gespielt haben und dann in die Jugendakademie nach Dortmund gezogen wurden. Ja. Soll er sein? Wir haben jetzt gar keinen Anhänger mehr. Doch, steht noch an den Rand der Träger. Kingsborn. Und deine Schalke-Story? Ach, der steht schon da. Ja. Wie weit davon? Auf der Straße? Ja, Nachbar. Ah, ja. Hat extra Licht angelassen. 3-4 Jahre älter wie ich und dann. Ich glaube, das geht aus. Schalke-Fan und oder? Dann irgendwann so, ja, naja, das bleibt Stadion an. Und so. Ich war so, ja, klar. Ja, dann seid ihr muss man ins Dortmunder Stadion gehen, wenn er wieder voll ist, ein bisschen mehr Stimmung wahrscheinlich. Aber wie albern die Süd jetzt aussieht mit Sitzplätzen, ne? Das ist, ne? Ja, ist Champions League. Es ist doch Schwack weg. Das ist Standardbestuhlung jetzt, ne? Ja, Champions League ist ja auch. Aber du siehst es ja nie. Nee. Normalerweise, weil der ja immer voll ist. Eure Blechhalle, da will doch keiner rein. Hm. Fußballtempel. So komisch, dass ich Schalke auch hin müssen. Sag mal, Marcel, wie lange ist das her, als ihr das letzte Mal deutscher Meister wart? Boah! Da gab's noch keine Handys. Das ist aber echt fies. Muss man erstmal googeln, wahrscheinlich. Da gab's doch keine Handys. Seid ihr wieder lustig? Ich lach mich tot. Bloß nicht, dann haben wir einen Spieler runter. Ja, du bist noch da, du bist gar nicht. Ja, aber ich glaube, es geht nicht lange, dann ist er weg. wo sollen die Putzen abgestellt werden? Mhm. Du. Das überlege ich mir gerade neu, weil ich gerade ein bisschen am Umräumen bin. Sonst ich schmeiße mitten auf den Hof. Ja, ein bisschen ordentlich. Oder ja, genau. Fährt mit Helfer. Ja, ja, mach ruhig. Weil ich fahre jetzt Unkrautspritzen. Okay. Ja, was macht mein Helfer hier? Haben wir überhaupt noch Spritzmittel? Oh. Das war ein Baum. Also irgendwie ist mein Helfer hier abhanden gekommen. Hier stimmt was mit den Feldgrenzen nicht. Ich kann ja nicht mal Paletten umlagern. So ein Mist. Ja, dafür brauchst du einen Helfer. Lohner. Das war aber knapp, ey. Was?
Benny, Titel für die Folge, Helfer auf Abwägen. Aha. Ungefähr. Great. Aber sowas von. Jens, du könntest theoretisch noch 3 Arbeitsgeräte in die linke Halle packen. Wenn du reinkommst, ja, wo die Hänger und Anhänger stehen, ne? Nee, nicht da. Ich habe jetzt da, wo wir vorhin die Bäume weggemacht haben, ein paar Leinbinderhallen gesetzt. Hier, wo die anderen Auflieger stehen, ne? Genau. Hast du schon ein paar Quaderbahnen gemacht, Danny? Wie Quaderbahnen? Wo? Auf der 17? Das ist alles weg. Das ist alles schon weg, okay. Arbeite auch die ganze Zeit noch auf dem Feld irgendwie. Ja. Da kannst du mal gucken, was die Käserei noch hat an Rohstoffmilch. Hallo. Wenn noch genug da ist, weil jetzt dürften wir theoretisch wieder einkaufen. Was waren die linke Seite? Ganz links. Das stehen jetzt 4 Stück. Mit noch 20 hin. Ja, das geht ja noch. Wie viel BGA-Einnahmen habt ihr? Aber auch für Karton. Es sind noch 20. Welche BGA-Einnahmen? Ich würde fast sagen, die hier, dass okay. Man da alles was. Ich habe keine. Normale Stroh, Heu und so weiter, das Ernten angeht, sprich die Ladewagen, Ballenpresse, dass man das da rein tun und die Buchs und die Spritze vielleicht am Haupthof. Welche reinwerfen? Hm? Welche reinwerfen? Reicht ja, ja, die Buchs noch. Tust mal in die Mitte. Erstmal. Ja. Jetzt auf 19. Dass man hier ja, sowas ja wie die Ballenpresse, okay. Ladewagen, BGA, also BGA läuft, ne? Die Ladebeine sind drin. Ja, hab neue Schägelarmbahn hingelegt. Ja. Bewachst du den Helfer, dann bring ich kurz den Hund weg. Normales Gras einfach machen für den Fermenter, ne? Ja. Aber wir haben ja auch noch 1000 Liter Silage, die wir auch mal irgendwann loswerden müssen. Müssen wir halt mal Gras mal ein paar Tage ignorieren und muss halt drüber laufen. Ach, ich bin doof. Ach so, du brauchst ja den. Ja, einzig ist der beste Weg zur Besserung. Sorry. Weil wie viel braucht die BGA pro Tag? 200.000 Liter, glaube ich. Fällt 14. Juhu. Musst du nur beaufsichtigen, dass er nicht wieder vor Abwägen geht. Der Schütter ist voll. Und 300.000. 350.000 Liter, glaube ich, braucht die pro Tag. Ja, Rohstoffe für die Fermente ist jetzt leer. Ja, das. Mein. Wie viel. Keine Ahnung. Lohnt nicht und kaufen da, glaube ich. Wir haben so viel Silage, die müssen wir erstmal ein paar Tage lang jetzt abbauen, bevor wir mal. Was bringt uns denn nichts, nachher 3 Millionen Silage auf Lager zu haben? Nein. Bei höher wird der Preis nicht mehr. Nee, und das muss ja auch verarbeitet werden. Damit gewinnst du nachher keine Blumentöpfe mit Silage im Lager. Oder im Fermenter. Ja, Honig? Hab ich. Höchster Preis bei uns. Honig? Okay. Ja, Premium-Honig bei euch da in der Ecke. Mhm. Habt ihr ein Glück, dass ihr wahrscheinlich die einzigen seid, die aktuell auf Honig setzen. Wie gesagt, es ist eine kleine Einnahme, ein kleiner Bonus. Es deckt die ganzen Zinsen ab. Hm? Der Kreditzinsen. Wird ihr also hoch verschuldet? Wer denn wohl die meisten Schulden eigentlich? Wir? Oder Team Holger mittlerweile? Oder Salazar? Nee. Und Schulden abbezahlt. Ihr habt Schulden schon abbezahlt? Nee. 700. Machen wir zum Ende hin. 1.045.000. Oh ja. 1.045.000 oder was? Ja, Jenny, nicht schlecht. Ja, 1.045.000. An der Produktion gekauft.
Und warum nicht beim Lohno deines Vertrauens? Weil ihr da noch keine habt. Wir können wieder mehr Lohno. 1,3 Millionen haben mittlerweile. Okay. Weil wenn ihr nichts habt, kann ich nichts einkaufen. Aber brauchen wir nicht. Ja, mittlerweile produzieren wir ja. Ja. Noch nicht. Mach mal ohne Tempomat von dem Schaff trotzdem die 10 km zu halten. Was bei dir? Ja. Sehr schön. So, gleich die Sonne wieder auf. Ja, Gott sei Dank. Sehe ich auch wieder, was ich hier mache. Ja, bin leer. Kannst du mal zu fahren? Jo, das wäre gut. Ich komme gefliegt. Micha? Ja? Als nächstes sollten wir hier auf der 66 mal was anbauen, was wieder Stroh bringt. Ich bin ganz deiner Meinung. Ist eine gute Idee. Holger. Wenn ich mal was anbauen, was Milch bringt? Ja. Ja. Ich guck mal, ob ich die Beine da reinkrieg, Alex. Ah, in. Ja. Ins Lager. Nee, bei den Kühen. Und Jens? Bin leer. Ja. Wenn der Anhänger voll ist. Ja, die soll ich noch ein bisschen direkt haben. Direkt zur Dieselfabrik. Halten schon hier, oder was ist das? Lass den Trecker Karten. Auf den Hof ja. stehen. Und nimm den LKW. Ja, na, der Anhänger stand noch hier, deswegen habe ich gleich. Das haben wir das schon wieder geschafft. Ja. Wo hat der Diesel? Ach ja, mit dem. Ja, wir müssen auch irgendwann wahrscheinlich mehr Equipment investieren. Damit nur einer Seemaschine auf Dauer. Könnt ihr den Lohner ja beauftragen dafür? Nee, dafür ist er nicht da. Dafür sind wir nicht da. Auf diesem Spielstand nicht. Okay. Geht nicht. Das ist unter der Woche. Wo es gut gebrauchen können, ne? So ein Helfer, einen zusätzlichen Helfer. Ah, da ist gut. Aber wenn er nichts kostet, nehmen wir zwei. Das war klar. Also bei mir würden sie eine Lohnung bekommen. Bei uns. Alex, ich mach dann die Kühe noch sauber. Ja, Mindestlohn 8 Euro. Ja. Und mach die Hühner fertig, umschichten. Und ich dachte schon, es gibt nur Praktikantenlohn. Bräuchte einen hellen Schlag, oder? Ja, die Hühner brauchen noch Wasser. Was? Die Kühe? Die Hühner. Ja, mach ich. Da war ich auf dem Weg. Seit wann kriegen Praktikanten denn einen Lohn? Das war ja auch nicht. Das war die Aussage dahinter. Achso, ja klar, logisch. Doch, ich glaube im öffentlichen Bereich oder öffentlichen Dienst oder so. Ja, nicht unbedingt. Ich habe ein Buch gekriegt damals. Ich habe beim Amt Praktikum mal gemacht. Was durfte ich machen? Den ganzen Tag Kaffee kochen. Weil die Leute beim Amt trinken sogar noch mehr Kaffee als wir zum Beispiel bei uns im Büro. Also bei beiden Praktikas, was ich gemacht habe, bin ich jedes Mal bezahlt worden. Ja, dann also Dani? Ein Buch habe ich gekriegt, ja. Das Buch über die Geschichte des Dorfes. Haare schwer. Also Kaffee kochen ist ja dann prädestiniert zum Sekretär, ne? Ja, ja. Und hier schreddern. Mir ganzen Altakten durfte ich schreddern, also hier wirklich
blaue Tüten voll mit Schredderzeugs. Mhm. Und hier Akten umsortieren in den Archiven. Und ja, ja, die Akten sollen dahin und die Akten sollen dahin. Und dann durfte ich auch noch Brötchen schmieren. Und so ein paar Bodengänge durfte ich auch noch machen. Geschreddert. Da war das Praktikum bei der Polizei deutlich spannender. Was bei der Polizei? Mhm. Mein Vater ist der Polizist. Und dann lag das ja irgendwie, oder war mal, ist jetzt ja außer sozusagen in Pension. Aber da habe ich Praktikum bei der Polizei gemacht. Das war durchaus spannender. Man hat, wie gesagt, Hundetrainierplatz war man in und da ein bisschen Polizeiwagen mitfahren. Wie alt warst du denn? Ich glaube so 16, 17. War aber schon klar, dass ich das rechtschreibmäßig nicht kriegen würde. Sportlich war ich zu der Zeit auf jeden Fall, klar. Der Test wäre kein Problem gewesen. Wer war? Das war extra zu der Zeit, ne? Also Sport immer zwei. Ich weiß nicht, wie ihr abgeschnitten habt im Sport. Wir können mal die Noten durchgehen. Wer war, wer hatte immer eine Eins im Sport? Eins. Eins. Wer? Eine Eins. Ja. Ja. Du, Jenny. Ja. Okay. In der Grundschule, oder? Ja, das war die Retourkutsche jetzt gerade zu drin. Also ab der 7. Klasse hatte ich in Sport immer eine 2. Ja, ich hatte auch immer eine 2 eigentlich. Ich hatte nur eine 3. Wir haben ab der 7. Klasse. Ich glaube auch so im Dreierbereich. Also ich habe in der Berufsschule meinen Lehrern immer vorgeturnt. Also geschleimt, meinst du? Nee. Er hat, der Lehrer hat versucht, auf dem Trampolin was vorzumachen, das ging in die Hose. Und dann kam klein Jenny da um die Ecke und dachte sich so, warte mal, ich zeig mal. Wenn man nur zwei Mädels ist in der Klasse, geht das. Okay. Und das ist hier. War denn der etwas andere Unterricht? Kfz. Okay. Die sind die Berufsschulen dann sehr männerlastig. Ja, das ist klar. Ja. Wir hatten bei uns keine. Also ich hatte in der Berufsschule 3 Mädels in der Klasse. Also bei uns war es Hälfte, ich glaube. Also ich hatte 90% bei mir in der Klasse nur Mädels als Krankenpfleger. Ich wollte es gerade sagen, Matze. Das machst du auch gut. Du bist der Hahn im Korb gewesen, oder? Ja, wir waren 3 Schüler noch. Was hattest du gemacht? Krankenpflege gelernt. Krankenpflege, okay, ja. Ich bin deswegen jetzt gespannt, was Oktober bei mir ist, wenn ich als Landwirt anfange oder die Umschulung, wie viele Mädels da dabei sind. Ja, ein paar vielleicht, ne? Es werden ja, glaube ich, auch mehr. Die eine oder andere ist da bestimmt bei. Im Osten weiß ich halt nicht, wie es da ist. Ja, nee, ich weiß es auch nicht. Bei uns hier, also Bekanntenkreisen so, sind wohl ein paar dabei, die Landwirtin lernen. Ansonsten habt ihr noch spannende Praktikas gemacht, irgendjemand? Kindergarten. Ja. Praktikum gemacht. Und? Mal. Ich hab mal für einen Tag irgendwie so ein Schnupper-Dings gehabt. So ein Schnuppertag oder so, ey. Also, Praktikas als Kfz-Mechaniker und als Maurer. Und was bin ich geworden? Maurer. Ja. Das war praktisch. Ich brauch bald einen Maurer. Und dann halt immer noch im Familienunternehmen. Brauchst du dann auch noch einen Elektriker? Teilweise. Ja, tatsächlich. Mitgeholfen. Und eine Tischler? Kriegen wir hin. Tischler auch, ja, guck mal, das ist ja perfekt. Maler? Ja, auch, für eine Treppe brauchen wir einen Tischler. Also, Fenster, Haustüren. Und eigentlich. Ja. Und ihr wohnt ja alles weit weg, das ist ja immer Mist. Richtig. Fahrtkosten gehen auf deinen Nacken. Genau, meinen Nacken und hier auch Hotelkosten wahrscheinlich. Matze? Ja. Könnte sich im Zweifel trotzdem über Leuko rechnen, im Vergleich zum teuren Handwerker. Wenn es sich so kalt ist, kann man im Gartenhaus schlafen. Ja, das genau, guck. Wieso? Ich bringe sowieso mein Zelt mit. Ist immer ein Zelt unterwegs oder im Auto schlafen? Nee, Zelt. Nee, da ist mein Auto zu klein für. Da passe ich nicht mehr rein. Also im nächsten Sommerurlaub hätte ich vielleicht Zeit. Also Zelten ist was Schönes. Also 5 Wochen am Stück Zelten ist, finde ich, kein Problem. Für mich auch nicht. Ja, wir waren dieses Jahr mit dem Wohnmobil weg. Nee, Zelten ist nichts für mich. Dann eher Wohnmobil oder Wohnwagen. Okay. Weil der hört ja automatisch schon auf.
Jens, du warst doch beim Bund, ne? Bin aktiv immer noch, ja. Wo bist du denn? Also jetzt haben wir jetzt Maurer, Tischler, Elektriker. Also ich bin der Tischler, kann offiziell noch bei der Bundeswehr und fang aber noch... Fliesenleger brauchst du mal. Oder machst du ein Paket? Ja, ein Laminat wahrscheinlich schon. Ja, Bauleiter hält sich zurück. Dann, ja. Ja, die Bauleitung geht auch. Stimmt, Bauleitung haben wir auch. Bin leer. Ja, das mache ich selber. Beton brauchst du den auch noch? Das habe ich beim Hausbau eigentlich auch schon gemacht. Was? Beton? Okay. Also ein Fundament, ja gut, vielleicht werden wir einen Wintergarten anbauen in ein paar Jahren. Das sind so die langfristigen Planungen. Ich könnte noch einen Toilettenwagen mitbringen. Ja, nee, wir haben Toiletten, danke. Ich weiß ja nicht, wenn du noch umbauen willst, irgendwie Toiletten neu machen? Nee, was? Also was? Toilette, so alte mit Holz, wo das Herz in der Tür ist? Ja, genau, schön. Kommst du mit Anhänger und dann hast du so ein Ding mit, denn? nee, schon etwas luxuriöser. Jens, wo bist du denn stationiert? In Füssen, Schloss Neuschwanstein, die Ecke, österreichische Grenze. Ja, da unten. Ja, und momentan bin ich auch wieder eine Stunde und das Stunde südlich von Berlin, wo ich jetzt bin. Also das ist meine Strecke von 650 Kilometern. Jede Woche oder wie? Vom Wittenberg nach Füssen, ja. Was, jede Woche? Von Wittenberg nach Füssen ist das nur 6,5 bis 7 Stunden fahre ich runter, aber weil ich jetzt die Umschulung mache, gehe ich aus dem aktiven Dienst raus für die nächsten 2,5 Jahre und bin passiv. Okay. Ich kriege meine Ausbildung jetzt noch vom Bund bezahlt. Für die Umschulung freigestellt? Ja, genau. So, was wird wo wird es hingeschult? Landwirt. Achso, als Landwirt, ach, das ist okay. Ja, auch die Bundeswehr braucht Versorgung. Hast du irgendeinen Betrieb gefunden? Nein. Ein Biohof, ja. Okay. Und das jetzt hier bei meinen Eltern in der Nähe, also wo ich hingezogen bin. Genau, Dani, du musst die Beschreibung auf deinen Kartoffelsäcken ändern. Deswegen habe ich ja bei die Eulen ja auch den Biohof gehabt. Wieso muss ich das ändern? Da muss draufstehen, für Schweinezucht und Bundeswehr. Nein, das darf rein rechtlich nicht mehr draufstehen. War aber so. Das war ja Deutschland auch für Schweinezucht und Bundeswehr. Auf die zu meiner Zeit war es noch. 2011 war es auch noch und dann haben sie es geändert. Nein, das ist kein Witz. Das weiß ich. Also haben sich wieder krass geändert hier. Was ist das da für? Stand jahrelang drauf, nur für Schweinezucht und Bundeswehr. Ist auch nett. Also gleichzusetzen? Nee, weil die, was haben die für Futter gekriegt, die Schweine? Es war was anderes, so dass du auf jeden Fall mehr Energie drin hast in die Futter. Ja. Der Kohlenhydratanteil war deutlich höher. Ja, genau. Was ist denn Salazar? Praktikum Salazar? Ja, nur während der Realschule damals mal. Hm. Ja, als Radio- und Fernsehtechniker. Und sowas in der Art warst du jetzt auch geworden, oder wie war das noch? Genau, ich bin jetzt Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Boomtechnik. Was für eine Fachrichtung, was? Ach, Mann. Connected. Wo brauche ich das jetzt im Privatgebrauch? Ja, gar nicht, ne? Das ist alles okay. Dachte ich mir schon. Der Marcel weg. Na, ich bin wieder da. Oh, da hat's sehr schnell. Hauptsächlich die Kunden, die Satellitenbetreiber, die großen. Jenny, ich nehme mal Feld 8 an, gell? Ernten. Guckst du bitte, wo es hingeht? Sorry, Salas, euch. Wir brauchen den Drescher gleich selber. Südhafen. Okay. Und die 10 ist in ein paar Stunden fertig. Ne, keine Ahnung, irgendwie mein Teamspeak nimmt sich irgendwie ständig weg. Zweite Mal. Habe ich auch schon mit spekuliert. Der hat es auch, der Roland ist auch raus. Ja, weil ich habe nämlich geguckt, wo gerade der Höchstpreis ist.
Ja, aber der Gerd ist ganz raus. Aus dem Ah ja, schneidet das raus bei uns. Ah, aber wenn wir einen Blick auf die Uhr werfen. Ja, wollte gerade sagen, das lohnt auch nicht von Join noch wieder, ne? Ja. Technische Schwierigkeiten zum Ende. Ja. Ja, aber so, ich hab's dir erzählt, wo er Praktikum gemacht hat. Holger, da gab's noch kein Praktikum damals. Nee, bei mir gab's noch keins. Sonst noch jemand, Jürgen? Ich hab mehrere gemacht im Metallbau. Treppengeländer und Vordächer. Und ein Praktikum habe ich bei der Deutschen Bundesbahn gemacht. Ja. Aber mit der Lok mitfahren durfte ich nicht. Nee. Also 20.000 PS und dann hinter ging nicht, oder wie? Nee. Da lassen sie nicht jeden ran, ne? Füllst du noch auf, Alex? Aber gut. Pflanzenschutz? Ja. Ja. Also Jenny, ja, genau. Danke. Genau. So, nach den technischen Störungen am Ende des Donnerstags machen wir doch ganz einfach Schluss, denn alles andere lohnt nicht mehr. Wir sehen uns am Samstag zum Stream. Wir wissen schon, einige kommen nicht. Wir lassen uns überraschen. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.